Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel. Wir sind live vor Ort und sind heute mal auf der Baustelle. Und da soll als Requisit dieser Besen für herhalten. Ihr Lieben, ich will euch was erzählen zum Thema Badezimmer. Live vor Ort, so soll es sein. Kennt ihr den alten Gag? Warum hat ein Bauarbeiter hier Hornhaut und hier Hornhaut? Vom Schippe stehen. Hm? So. Weiß nicht, ob ihr gelacht habt. Ich finde es lustig. So, also jetzt Besen weg. Ihr Lieben, warum sind wir hier? Das hier ist ein besonders cooles Projekt aus dem Thema Badezimmer. Der ein oder andere mag es wissen oder vielleicht auch nur ahnen. Ja, die Firma Haustechnik Vosswinkel kann auch Badezimmer und macht das sogar sehr, sehr gut, weil wir mit dem Justin, den wir gleich kennenlernen werden, einen gelernten Fliesenleger bei uns haben, der auch Rohre und Rohinstallation kann und da auch Spaß dran hat. Das heißt, das besonders Coole an der Nummer, wir können die Bäder wirklich aus einer Hand. Elektriker haben wir auch. Ihr kennt den Richard aus diversen PV-Videos, sodass wir sehr, sehr gut in der Lage sind, wirklich ein Bad aus einer Hand tatsächlich zu bauen und nicht nur zu behaupten, wir könnten es aus einer Hand. Warum ist dieses Projekt hier so besonders, an dem wir gerade drehen dürfen? Da auch vielen Dank an die Kunden. Das hier ist besonders, weil ich befinde mich im obersten Stockwerk eines dreistöckigen Hauses und in diesem Stockwerk gab es keine Wasserinstallation. Das heißt, hier war vorher kein Badezimmer. Die beiden Räumlichkeiten, die wir hier sehen, auf dieser Seite und auf dieser Seite, waren früher Abstellräume. Das Einzige, was es hier gab, war eine Kanalentlüftung für das Abwasser, weil ja Abwässer über Dach entlüftet werden, damit die Abflüsse nicht gluckern. Und das haben wir aufgegriffen, um dann zu versuchen, aus dem Stockwerk darunter Warm- und Kaltwasser zu holen und tatsächlich eine WC-Situation hier und eine Dusch- und Waschtischanlage auf der rechten Seite dieses in der Mitte liegenden Treppenaufsatzes zu errichten und zu bauen. Und quasi somit Wasser- oder Badezimmer dahin zu bringen, wo vorher keine waren. Und das ist insbesondere mit der Art und Weise, wie es sich die Kunden ausgesucht haben, echt ein spannendes Projekt. Das will ich euch gerne zeigen, wie das im Einzelnen funktioniert hat und auf der rechten Seite gerade noch funktioniert. Justin ist gerade beim Fliesenschneiden, der kommt gleich wieder und die Zeit nutzen wir, indem wir einmal auf der linken Seite in das Badezimmer schauen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich hier schon rein darf, aber ich muss es auch nicht. In dieser Situation hier war ein Fußbodenheizungsverteiler, weil hier ist komplett Fußbodenheizung in dem Geschoss, schon da und rechts davon läuft die Kanalentlüftung in der Wand. Wir haben das aufgegriffen, um an die Stelle das WC zu machen, denn das WC braucht einen 100er oder 90er, 9 cm starken Abfluss, anders als eine Dusche. Deswegen und natürlich aufgrund der Platzverhältnisse war schon klar, hier kommt das WC rein. Justin hat die Rohinstallation gemacht, besonders an der Stelle auch. Sämtliche Wände sind im Trockenbau errichtet, mit Ausnahme der tragenden Konstruktionen, also der Außenwände und diesem Treppenhaus hier, was auch massiv gemauert ist. Ansonsten ist alles im Trockenbau errichtet, was uns natürlich den nötigen Installationsraum gibt, um Rohre zu verlegen. Das heißt, Abwasser hatten wir hier an der Stelle relativ schnell hergestellt. Wir sind einfach an den Steigestrang an die Kanalentlüftung dran gegangen. Wir brauchten Wasser. Da hatten wir wiederum den Vorteil, genau unter uns befindet sich das Hauptbad im Haus, sodass wir dann durch die Trockenbauwände von unten uns Warm- und Kaltwasser holen konnten. Somit hatten wir, weil wir hier nur Kaltwasser brauchen, hier eigentlich gar nicht das große Problem, sondern wir mussten auf die gegenüberliegende Seite des Geschosses und dabei auch das Treppenhaus queren. Ja, weil hier ist halt das komplette Treppenhaus und du kamst durch die Fußbodenheizung nicht durch den Boden mit den Leitungen, also musste es irgendwie anders gehen. Ich weiß nicht, ob das lichttechnisch funktioniert, Andi. Wir sind dann quasi im Treppenhaus hingegangen und haben uns die benötigten Leitungen von hier, von der Seite, wo das Bad drunter liegt und wo das WC oben drüber errichtet wurde, haben wir uns die Frischwasserleitungen und die Abwasserleitung mit dem nötigen Gefälle nach drüben gezogen. Einziger Nachteil, der dadurch entsteht, ist, im Treppenhaus, im Treppenaufgang, entsteht hier eine kleine Kiste, was den Durchgang
etwas schmälert und was so ein bisschen eine Komforteinschränkung ist, weil der Mensch immer in der Mitte der Treppe läuft. Das machen wir ganz intuitiv und macht auch jeder so, dass er quasi immer in der Mitte der Treppe läuft. Und wenn ich jetzt rechts einen kleinen Kasten habe, der meine Durchgangsbreite verändert, laufe ich automatisch und intuitiv weiter links. Dadurch werden die Auftritte der Treppe kleiner und somit wird es etwas ungemütlicher, diese Treppe zu laufen. Das ist so ein bisschen die einzige Komforteinschränkung. Und dann sind wir auf der anderen Seite hingegangen. Da ist er. Hallo Justin. Guten Tag. Sind wir auf der anderen Seite hingegangen und haben ein komplettes Badezimmer errichtet. Und hier ist die Besonderheit natürlich die gewesen, wir wollten eine Dusche oder natürlich die Kunden wollten gerne eine Dusche haben, die Komfort so tief wie möglich liegen soll. Und an der Stelle wurde es dann spannend und Justin hat mir seinen Spezialtrick schon eben verraten, wie es dazu oder wie es geschafft hat, diese Duschtasse, kann man das sehen, tatsächlich so tief zu kriegen. Also ich kriege hier gerade mal einen Finger zwischen Boden und Tasse und den Abfluss trotzdem herzustellen. Insbesondere deswegen, weil ja eine Fußbodenheizung hier drin liegt. Justin, erzähl mir den Trick. Komm her. Justin geht unheimlich gerne vor die Kamera. Oh ja, sehr. Unheimlich gerne. So, jetzt müssen wir ihn festhalten. Genau. Aber guck hier, ich bin Fliesenleger. Ich höre nicht auf, wenn ich müde bin. Ich höre auf, wenn ich fertig bin. So. Richtig? Ja. So ist das, ganz genau. Also pass auf, du hast mir gerade erzählt, wie du das mit der Fußbodenheizung hinbekommen hast, die nicht kaputt zu machen und trotzdem die Tasse so tief zu kriegen. Fand ich eine geile Idee. Ja gut, ich habe einfach nur in der Ecke angefangen, ein Stück Estrich rauszuholen. Hab dann gemessen, wie tief die Fußbodenheizschleifen quasi liegen. Und hab mir dann das Maß nehmen können, wie tief ich bohren darf, einmal ringsrum. Hab mir somit dann eine Sollbruchkante. Geil, und dann beim Hammer draufgekloppt und genau. Die Sachen rausgebrochen. Das erinnerte mich nämlich tierisch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an Prickeln. Kennst du Prickeln? Nein. Macht man im Kindergarten. Hast du wahrscheinlich auch gemacht. Das kann sein. Mit einer Prickelnadel sticht man in ein Blatt irgendwelche Formen aus und dann hat man es am Ende auch rausgetrennt. Ja, siehst du. Hier tapert's. So war das nämlich damals. Geil. Und dann hat das tatsächlich funktioniert. Das heißt, der restliche Boden ist nicht rausgekommen, der restliche Estrich. Okay. Sind denn die Heizschlangen jetzt noch unter der Duschtasse? Ja. Ja, bleiben natürlich dann auch da. Ja, wir haben ein paar viele Kupplungen. Ja, die man da hätte setzen müssen und damit auch Sollbruchstellen wieder erzielt. Ja. Was ich auch cool finde, ist das Thema Abdichtung, weil man es jetzt noch so gut sieht. Hm. Wir hatten ein extra Video zu dem Thema ja schon mal auf dem Kanal. Das verlinkt Andi gerne hier. Und hier kann man es aber in live und in echt noch mal sehen. Was ich vor allen Dingen spannend finde, ist das Thema umlaufende Kante. Das heißt, du hast ja die Abdichtung auf dem gesamten Boden an der Wand hochgezogen. Ja, ich habe eine Wanne gebildet. Genau. Die im Prinzip dafür da ist, dass das Wasser, wenn es austritt, nicht in die Wände zieht. Genau. Wie geht man mit Türen um? Weil hier ist ja jetzt keine Wanne, ne? Ja, im Neubau sollte man eigentlich die Abdichtung bis hierhin ziehen. Okay. Und hier dann eine Dispensionsabdichtung quasi nochmal herstellen. Das ist dann eigentlich so eine silikonartige Masse, ja. Die man dann beim Fliesenlegen dann nochmal hier einbringt, sodass das Wasser auch nicht weiter nach dahin ziehen kann. Ah, wenn es unter der Fliese läuft quasi. Genau. Also du machst quasi so einen Deich unter der Fliese aus einer silikonartigen Masse und dann fließt das Wasser dagegen. Genau. Ah, verstehe. Okay. Ja, okay. Macht man aber oder muss man den Bestandsbau dann aber nicht machen? Es ist schwierig. Ja, ja eben, weil das du musst halt, ja einen Ansatz finden hier. Das, weil hat, hier das liegt ist Parkett. Halt die Lücke der DIN-Norm. Okay, ja, Lücken muss man sich zunutze machen. Das ist einfach so. Ja. Du hast jetzt den Boden abgedichtet und du hast den Duschbereich abgedichtet. Ja. Und das dann hoch bis 2,10, 2,20? Nee, 2,35, also 20 cm oberhalb der... Des Wasseraustritts. Genau. Ja, okay. Trockenbau haben wir auch gemacht, ne? Genau. Oder hast du auch gemacht? Ja. Ja. Also ihr seht, Trockenbau können wir auch. Elektro können wir. Und dann war halt besonders spannend, Andi wird euch das jetzt einblenden, hier war kein Fenster drin in dem Raum. Das heißt, wir haben dann über die Außenwand auch noch einen Fensteranschluss hergestellt.
und ein Fenster mit Rollladen tatsächlich noch montiert. Genau. Was ich auch cool finde, Justin, ist das Thema Fliesen, weil wir hier, was ist das, 1,20 mal 60. 1,20 mal 60 verlegen. Dieses System haben wir noch nicht gezeigt. Das ist letztlich eine, wo ist er hin? Ausgleichsmasse. Nee, also du brauchst Ausgleichsmasse. Habe ich jetzt dafür gesorgt, dass dein das Kleber hart wird. Das ist keine Ausgleichsmasse, das ist ein Nivelliersystem. Ja, das okay. Vereinfacht quasi das Verlegen der Fliesen an sich. Ich muss hier weniger auf Fugen achten, habe direkt meine Fugenabstände dadurch, dass die alle gleich breit sind. Ah, okay, das heißt, du legst die Fliesen auf Stoß, auf dieses, ja, auf diesen Abstandhalter drauf quasi. Ich kann es mal hier demonstrieren. Aber ich gehe auf Seite. Ja. Da sieht man ja jetzt eine deutliche Kante. Kannst du das sehen, Andi? Musst du, glaube ich, von hier oben filmen. Also hier ist jetzt ein Übergang, ne? Weil du die Fliese reingeschlagen hast quasi. Ja. Dann fange ich einfach an von hier aus. Das System festzudrehen, so ziehe ich meine beiden Fliesen ein Niveau, das war Vorführeffekt. Ja. Aber. Ahaha, ja, okay. Haha, das heißt, hast du noch so einen Pin hier? Ja. Ja. Das heißt, man nimmt das hinter die Fliese, also klebt das quasi in den Kleber mit rein. Genau. Und mit dem zieht man die beiden Fliesenenden quasi gegen das Grüne. Genau. Und dann haben die ein Niveau. Genau. Die man auch dann. Geil. Ja, okay. Und kann die jetzt auch, wenn, aber keine Fliese ist ja hundertprozentig plan, ne? Nee. Das heißt, kann dieses System auch die Ecke rausziehen und die Ecke quasi reindrücken, wenn es nötig ist? Wenn es nötig wäre, ja. Oder zieht man zieht ja quasi mit der oberen Lasche das bündig. Das Plastik hinten ist ja weicher als die Zugkaube. Aber ich ziehe quasi nur die Fliese im Ganzen raus, oder? Wenn die jetzt einen Bauch hätte, würde das auch gehen? Also würde ich auch die Fliese verbiegen können? Könnte man, ja. Tatsächlich ja? Ja. Also die je nachdem, wie dick die sind und wie viel die mit sich machen lassen, ja. Okay, weil auf 1,20 Meter... Könnte ich mir vorstellen, ist so eine Fliese nie hundertprozentig plan? Nein, die haben einen Bauch. Wie viele von diesen Nupsis brauchst du auf 1,20 Meter? Das ist vom Bauchgefühl her. Okay. Guckst du dir die Fliese vorher an? Ja. Ob die gerade ist oder ja. So? Ja. Okay. Ich lege mir dann die beiden sauberen, also die oberen Flächen aufeinander und sehe dann, wie krumm die sind. Ja. Okay. Und kannst du diese Fliese quasi alleine an die Wand bringen? Es geht, aber am Ende des Tages weiß man echt, was man dann gemacht hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil ich habe das gerade gesehen, dein super Saugmoped. Das ist Weltklasse. Demonstrier mal bitte. Ich fand das geil. Das ist echt cool, weil so kannst du die Fliese auch einigermaßen gerade da dran kanten. Ja. Weil, wenn du darfst gerne weitermachen, weil das ist schon trocken, weil das ist jetzt echt eine perfekte Fliese, weil da sind zwei Aussparungen jetzt zu machen. Die musst du natürlich vorher auch messen, für die Hauptarmatur und für den Auslauf der Handbrause. Und da muss dann die Fliese entsprechend reingekantet werden. Ich würde vorschlagen, wir beobachten den Justin bei seiner Arbeit, legen ein bisschen Musik drunter. Der Fachmann nennt das Bartporn. Porn ab.